Ach, es geht los, ja. Zuallererst, verzeiht, ich musste den Schmierfilter erstmal entfernen, also nie entfernen, zurückstellen, mit einem anderen Filter erstmal ersetzen, bis ich ein paar Bugs bei dem Schmierfilter herausbekommen habe. Weil der schmierte mir ein wenig zu sehr und deswegen bin ich jetzt erstmal wieder zu unserem Standardfilter zurückgekehrt. Ja, das zuckt gerade, weil mein System ein wenig ausgelastet ist. Ich bitte das zu entschuldigen. Aber nachts macht mein Laptop manchmal andere Dinge noch. Ja, man sieht ein anderes Schiff. Ich wollte ja mal ein anderes Schiff mit reinbringen. Das ist das Standardschiff der Garde in Himmelblau, wie sich das gehört. Mit dem Wappen der Garde an der Seite, was man zurzeit nicht so richtig sieht, weil man die Kamera gerade nicht richtig reinschwenken kann. Weil ich die Möglichkeit des freien Kameraschwenkens nicht integriert habe, weil das spielerisch keinen Sinn macht. Bla. Vielleicht lade ich ja mal in der nahen Sicht mal anders hoch, oder so, oder Facebook oder so. Ist ja jetzt nicht wirklich. Aber auf jeden Fall wichtig in Himmelblau, denn die Garde ist immer in Himmelblau unterwegs, weil das ihre Beratung so entschieden hat, damit sie freundlicher rüberkommt. Damit sie respektiert wird. Ja, also in solch einem Schiff ist dann halt also auch Sol-Hirsebrand unterwegs. Ja. Sollte relativ schnell und wendig sein. Also, ob das jetzt so schnell und wendig ist, also es ist schneller als der Transport auf jeden Fall, aber es ist. Man kann natürlich auch hier schießen mit dem Ding. Ja, es ist noch keiner beim Schießen, aber war jetzt auch nicht so wichtig. Das Schiff hat drei Waffenslots, die frei vergebbar sind an Waffen, die man sich dann irgendwann aufrüstet oder dranhängt. Ich habe jetzt auch mal drei in Klammern Laser hier dran gehauen. Ja, sind natürlich keine physikalischen Laser, sondern typische Arcade-Shooter-Laser. Denn ja, oder vielleicht sind es auch keine Laser, sondern irgendwelche anderen Kanonen, keine Ahnung. Das ist jetzt eigentlich auch nicht so wichtig. Wow. Also wie man sieht, kann man hier schön fliegen und schießen und damit hätten wir also quasi auch ein Schiff, was Waffen hat. Jetzt müssen wir es nur noch. Da kommt ja tatsächlich ran an das Ding. Hier hat man das Wappen der Garde. Das sind nämlich die, die vier, wie nennt man das in Deutsch eigentlich? Ja, auf Englisch heißt es zumindest Virtues. Mir fällt ständig der deutsche Begriff dafür nicht ein. Das ist. Ich höre dann immer und denke mir, yay, genau der ist es, ist ja klar, logisch. Aber naja, ihr werdet das schon irgendwann. Ihr werdet das vielleicht jetzt auch wissen und das reicht ja. Ja. Die Partikel der Sonne habe ich auch erstmal entfernt, also die ausstrahlenden. Ich muss noch ein bisschen rumdesignen, was am schönsten aussieht. Aber da muss ich dann erstmal wieder so ein Leuchtturm seltsamen artistischen Filter. Ich werde mal sehen, was ich mit dem Filtern so mache. Wie es am besten aussieht. Ich brauche dann eigentlich auch mal ein paar Meinungen dazu, aber naja, wie das so ist. Naja. Fliegen wir noch ein bisschen, schießen wir noch ein bisschen. Auf jeden Fall sollte das Schiff, wenn es fliegt, auch irgendwann mal hier hinten anzeigen, dass es fliegt. Zurzeit kommt da ja hinten aus dem Antrieb noch nichts raus. Sonst noch. Ja, ich denke mal, ich werde die Story jetzt erstmal hier aus der Blickrichtung beginnen. Weil ja. Wie gesagt, ich habe ja immer noch Besetzungsprobleme bei der anderen Stelle und da ich noch nicht Urlaub hatte, habe ich mich noch nicht hingesetzt und mich noch nicht entschieden, wie ich da fortfahre. Aber ich kann ja definitiv zumindest
knistert etwas, Verzeihung. Ja, noch mal schauen, was ich hier mache. Das hat's mit Robert Pinsel. Nee, ja. Es gibt ja mehrere Storylines und die werden definitiv. Wir werden auch ein, oder ich werde auch eine Storyline aus der Sicht von Soul mitmachen, sprich, man wird immer mal die Perspektive wechseln und so weiter, also. Und solange die anderen Besetzungen nicht geklärt sind, denke ich, werde ich zumindest hier weitermachen, weil das geht hier. Hier gibt es ja nie so viele Leute, die ich brauche. Gut, ich meine, ich brauche vielleicht einen Sprecher. Ich meine, der Soul wird sich ein wenig mit seiner Basis natürlich unterhalten. Da brauche ich definitiv nochmal einen Sprecher. Werde ich mal sehen. Naja, Erzähler, ja. Na, Erzähler hatte ich ja noch nie einen, aber vielleicht werde ich da noch einen brauchen. Und. Ja, wenn natürlich so immer, also die Mitflieger von Seoul, da wäre ich keine definierten Sprecher brauchen, weil da habe ich so ein bisschen eine Idee, wie die zu sprechen sind. Und die werden sowieso keine klaren Sätze von sich geben. Aber das ist, mag jetzt rätselhaft klingen alles, das wird sich dann alles noch geben, das werde ich auch noch zeigen, ist klar. Muss ich auch erstmal was machen dazu. Ja. Genug Stumpfsinn geredet. Das ist heute währenddessen am freien Tag passiert, zumindest. Ja, ich war faul, es passiert natürlich jeden Tag viel, aber. Naja. Ein neues Schiff ist auch was. Und schießen ist auch was, sonst muss ich nur noch was treffen können. Sprich, ich muss mal rumfliegen. Alles klar. Bis dann. Tschüss.